Willkommen zurück, liebe Leute, zu einer neuen Runde Super Mario Maker One Level Per Day. Das heutige Level wurde uns eingesendet von MarioFan98 alias Robin. New Dr. Mario World Toad's House, also circa ein Jahr ist es her. Oder ein bisschen über ein Jahr. Und, ja, 15 von 70 Leuten haben es geschafft. Das heißt also, es ist ein ordentlicher Schwierigkeitsgrad und wir schauen uns das Ganze mal an. Es ist leise, viel zu leise. Und auf einmal war die Musik wieder da. Toad, was hast du für ein komisches Haus? Hier fehlen Münzen. Wow, und da kommen einfach Buhus geflogen. Wer hat denn bitte schon die Buhus dahin getan? Egal. So, den nehmen wir mal mit. Bäh. Gehen hier durch. Verdammt. Oh, jetzt ernsthaft? WTF? WTF, was war das? Das war aber nicht schön. Och, jetzt ernsthaft. Buß mag ich nicht. Und tschüss. Das ist jetzt nicht fair. Das hätte man anders lösen können. Oh, komm. Bald brauche ich ja gar kein Pilz mehr, gar nichts mehr. Doch. So, gehen wir hier rein. So. Na komm, wo ist der zweite? Da. Komm hoch, komm. Hä? So. Ja, wie soll man das dann? Ja, super. Kommt runter, ihr lieben Buhus. Kommt. Ja. Schön versteckt die ganzen Sachen. Also, schön ist was anderes. Schön ist wirklich was anderes. Ah, ja, geil. Ich weiß nicht, warum der Geist überhaupt platziert ist. Brauche ich gar keinen Geist. Weil ich werde eh wieder klein. Viel zu viel Friemelarbeit. Aber egal. Gut. Wahrscheinlich stelle ich mich einfach nur zu doof dafür an. So. Na komm. Rein da. So,
hier gibt's das und hier gibt's eine Feder. Nimm ich die Feder. So, tschüss Bowser Junior. Okay. Bis auf die eine Stelle da mit dem Geist, die finde ich so ein bisschen... Naja, man wird da so ins Kalte gestoßen. Du kannst eigentlich vorher einen Pilz geben und dann wirklich noch so die Möglichkeit, dass man dann noch erwischt wird. Also das war sehr... Also auch Münzen irgendwie so als Hinweise oder irgend sowas hätte halt noch gefehlt, um mal so ganz ehrlich zu sein. Also es ist wirklich wieder... ja. Gibt es eigentlich auch gar keine... Nee, gibt es keine Zweifel. Nee. Davon kann ich keinen Stern geben. Aus, sag ich mal, erinnerungstechnischen Gründen könnte ich einen Stern geben, aber selbst das, also ich konnte mich jetzt wirklich gar nicht so daran erinnern. Es tut mir leid, Mario-Fan. Früher habe ich immer Sterne gegeben. Stell dir einfach vor, ich würde dir einen Stern geben, weil früher, aber aktuell, jetzt, nein. Ich bedanke mich ganz herzlich und sage, ich bin euer Trout rein. Tschüss.